Herr Droste, es freut mich sehr, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen. Bislang hatten Sie ja nur das Vergnügen mit meinem Assistenten. Frau Fichte, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Dankeschön. Ich möchte auch gleich zur Sache kommen. Ich habe den Vertrag und ebenfalls die Vorwürfe prüfen lassen. Und der derzeitige Stand besagt, dass wir sehr gute Chancen auf eine Einigung hätten. Ich habe meinen Kollegen bereits kontaktiert und Ihrem Büro auch zwei mögliche Termine zukommen lassen. Wieso ziehen Sie einen Vergleich in Betracht? Das ist nicht in meinem Sinne. Sehen Sie, laut Rechtsauffassung steht besagter Vorwurf nun zusätzlich im Raum, den wir aufgrund fehlender Zeugen nicht widerlegen können. Und Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass es bei allem darum geht, seinem Gegenüber zu gefallen, oder? Würden Sie meine Andeutungen denn nicht als Einladung sehen? Herr Droste, wir sind doch zwei erwachsene Menschen, die genau wissen, was sie wollen und sich dies auch nehmen. Na, sehen Sie. Wie wollen wir belegen, dass Frau Saalfrank ihre Reize hinsichtlich des anstehenden Grundstücksverkaufs eingesetzt hat, um Ihnen die Unterzeichnung des Vertrags, sagen wir mal, nahezulegen? Sie haben interpretiert, dass es Sie in Ihrer Entscheidungskraft beeinflusst hat. Aber Fakt ist, Sie haben unterschrieben. Und hätten Sie nicht die Annullierung veranlassen wollen, hätte man Ihnen im Nachgang den Vorwurf der Belästigung doch gar nicht gemacht. Also ich gehe davon aus, dass Sie der Einigung zustimmen werden. Hätten Sie Interesse an einem gemeinsamen Abendessen? Mein Assistent nennt Ihnen die Lokalität. Ich freue mich.